Hallo, hallo ihr Lieben, da sind wir wieder ohne Tee, ungeplant, aber mir juckt es in den Fingern, endlich wieder was zu basteln. Und ich habe vor langer Zeit dieses Buch gefunden. Ich fand diesen Einband sehr schön, das ist so Leinen, das ist irgendwie so was Kirchliches. Und ja, ich will es euch gerne mal eben genauer zeigen, ich habe ungefähr mehr als die Hälfte, würde ich sagen, zwei Drittel der Seiten habe ich rausgerissen. Und wie immer habe ich die Mitte von den einzelnen Signaturen gesucht und habe da die Seiten rausgerissen. Jetzt sind wir gerade dabei zu kleben, immer zwei und zwei. Ich klebe also jetzt von den verbliebenen Seiten immer schon. Das kann man nämlich, das sind so vorbereitende Arbeiten, das muss ja dann nochmal wieder richtig gut trocknen können und so weiter. So, jetzt haben wir hier schon zwei. Hier haben wir zwei zusammengeklebt. Und dann geht das hier weiter. Ihr seht, das ist alles mit kirchlichen, päpstlichen, katholischen Sachen. Und das soll mich jetzt aber nicht verdrießen. Ich werde da irgendwas ganz anderes rausgestalten. Das ist einfach nur das Gerüst, welches ich jetzt benutzen möchte. Und die werden komplett abgedeckt. Also da sieht man hinterher nichts mehr von. Ne? Und ihr seht, ich mache immer zwei und zwei, damit ich erstmal eine Grundlage habe hier. Ich kann auch dann hinterher, falls ich ein Fenster machen möchte oder sowas, ihr versteht, wie ich das meine, dann kann ich natürlich auch nochmal zwei und zwei Seiten zusammenkleben zu einer Vierergeschichte. Das müssen wir halt dann mal gucken. Ne? Das müssen wir dann mal alles versuchen abzuschätzen, wie wir es hinkriegen. Nein, Thema habe ich noch nicht, kann ich euch so sagen, habe ich noch nicht. Aber ich dachte, es würde den einen oder anderen mal interessieren, wie man mit dem Altered Book anfangen kann. Es gibt verschiedene Methoden. Meine ist diese, dass ich, wie gesagt, mir die Signaturen suche. Ich mache hier, zeige es gleich mal, wenn ich irgendwo gerade, hier ist zum Beispiel, hier ist die Signatur, die Mitte, hier sind die Fäden. Und da würde ich in diesem Fall einfach rausreißen und zur Seite legen. Seht ihr? So einfach ist das. Und der Rest, der dann da ist, je nachdem, wie viele Seiten ihr überhabt und wie groß und wie umfangreich alles werden soll, klebt man dann am besten immer, wie jetzt in diesem Fall, zwei Seiten zusammen oder drei oder vier. Das ist jedem selber überlassen. Der schnickt es nicht gut, da müssen wir nämlich immer mal nachstreichen. Es kommt ja auch darauf an, was man machen möchte. Ob man jetzt sehr dickes Papier benutzen möchte, so wie ich. Ich benutze meistens dieses Scrapbook-Papier oft. Und das ist halt sehr viel dicker als normales Buchpapier oder so, ne? Oder als normale ausgedruckte Seiten, mit denen die meisten hier arbeiten. Und da brauche ich halt Platz. Ne? Das ist halt so. Ne? Aber ihr seht, mit diesen Bildern, die jetzt hier übrig geblieben sind, kann ich auch nichts anfangen. Also kann ich die ohne Probleme alle zusammenkleben. Ich habe noch kein richtiges Thema. Ich muss jetzt nur irgendwann mal langsam wieder basteln, sonst drehe ich durch. Ja? Sonst werde ich bescheuert. So, da klebt es jetzt zum Beispiel ganz schlecht aneinander. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir es irgendwie noch mal einmal kurz auseinanderfummeln, wenn das noch mal machbar ist. Müsste gehen. Das machen wir dann mal so rum. Vielleicht liegt es dann auf die Art ein bisschen praktischer, ein bisschen besser. Nicht wirklich. Wir haben da eine Riefe drin. Kann passieren, ist nicht schön. Verspielt sich aber im Laufe der Bearbeitung. Braucht man sich keine Gedanken machen. Jetzt kann man dann hergehen, die Seiten mit Gesso einstreichen, zum Beispiel. Man kann Strukturpaste verwenden, man kann alles Mögliche damit jetzt machen. Also man hat jetzt eine gute Grundlage, wobei das Gesso in diesem Fall
ganz gut wäre. Mal gucken, hier geht es wieder besser. Weil das ist so ein Hochglanzpapier. Guck, ich habe schon fast haben wir es geschafft. Ach, ich habe das mal vor vielen Jahren in einem Bücherschrank gefunden. Also ehrlich gesagt, ich weiß nicht. Also, ja, ich habe überlegt, darf man das machen? Aber das ist jetzt kein religiöser Text oder so. Religiöse Texte verarbeite ich grundsätzlich nicht. In keiner Form. Da bin ich einfach, sage ich ganz ehrlich, das ist meines Erachtens eine Sache von Respekt, die man also diesen Sachen gegenüber, ja, so denke ich mal, aufbringen sollte. Aber auch da scheiden sich die Geister. Ich habe tatsächlich schon gesehen, dass jemand Bibelseiten verwandt hat. Also ich halte mich da bedeckt, ja. Ich sage nur ein Stichwort, wenn man andere Büchlein, das fängt mit K an, ich werde das Wort nicht nennen, ich habe keine Lust, in den Brennpunkt zu geraten, aber wenn man das benutzen würde, dann müsste man sein Köpfchen aber einziehen, denn sonst ist man ganz schnell ein Kopf kürzer, nicht? Ihr wisst, was ich vielleicht meine. Also ich persönlich, wie gesagt, ich bemühe mich grundsätzlich keine religiösen Sachen in irgendeiner Form zu verarbeiten. Ich möchte das nicht. Aber das muss ja jeder selber entscheiden. Ich tue es nicht. Aber wie gesagt, die Gedanken sind frei. Und das Handeln ist auch frei. Man muss es halt vor sich selber verantworten können. Und dann ist alles gut. Machen wir es mal andersrum. So, wir haben jetzt das ganze Büchlein zusammengeklebt. Übrigens habe ich ja diesen Stift hier von diesem, wie heißt der, Teddy-Markt. Und der ist nicht schlecht, ganz ehrlich, der ist wirklich nicht schlecht, der klebt nicht schlecht. Man sieht jetzt, wenn man genau hinguckt, sieht man, dass da so ein paar Seiten nicht sonderlich schön geklebt sind. Ich gehe jetzt mal auf einen zum Beispiel. Warte mal, wo ist es? Hier ist es, hier. Da ist so eine Riefe drin. Ich versuche es jetzt noch ein bisschen auszustreichen. Aber das passiert halt durch die Wölbung und durch die Menge der Seiten. Da kann man, hier ist auch eine Riefe drin, hier. Also man könnte das jetzt vielleicht noch, hier ist eine Riefe drin, könnte das noch ordentlicher machen. Aber ganz ehrlich, es ist nicht der Sinn der Sache, das jetzt super ordentlich zu machen. Es ist ein Altered Book. Es ist, wie es ist. Und wir haben jetzt im Moment 1, 2, 3. Hier ist zum Beispiel ein Rechenfehler. Ja, das passiert, ich hatte mich schon gewundert, irgendwo passte was nicht. Machen wir kurz einen Prozess, kleben wir noch eben 3 Seiten aneinander, ist kein Problem. Fällt hinterher gar nicht auf. Nein, es muss nur nicht eine einzelne Seite, weil die einfach, die ist nicht so stabil. Und ich kann euch nicht viel erzählen hier bei uns. Ja, wir hatten eine CT-Untersuchung und mein Mann hatte wohl offensichtlich zu schlechte Werte und man konnte ihn also nicht mit Kontrastmitteln röntgen. Ich will mal gucken, ob noch einzelne Seiten da sind. Ich glaube nicht. Und so wurde es nur so gemacht und dann stellte sich heraus, es ist auch eine entscheidende Gerät war kaputt, ein entscheidendes Gerät, sodass man es gar nicht auswerten konnte und wir eigentlich gar nicht wirklich wissen, was jetzt mit ihm los ist, ob der Krebs noch so weit im Schach gehalten wird. Das werden wir dann hoffentlich alles am nächsten Mittwoch erfahren. Ich muss doch immer kurz zählen. Ne? Das war einmal die Übersicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Moment, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wir haben im Moment 16 Seiten hier und müssen uns überlegen, was wir machen. Also es ist ja so, dass man auch gerne deswegen nicht zu viele Seiten lassen, damit es nicht zu dick wird wieder. Wenn man jetzt zum Beispiel mit Fenstern arbeiten möchte, die man aufmacht oder irgendwelche anderen Materialien oder sagen wir mal die Seite mit Gesso oder mit Strukturpaste irgendwie noch bearbeiten möchte, das braucht ja alles seinen Platz. Ne? Da braucht man viel Platz für. Jetzt haben wir hier eine Seite mit dreien.
Da wäre ich jetzt schon am Überlegen, ob wir da dann Fenster reinmachen auf die Dauer, weil das ist eine schöne, stabile Seite, die das gut hergibt. Das muss man halt sehen. Ja, wie gesagt, Thema habe ich noch nicht so richtig. Bin noch am Überlegen. Bin am Überlegen. Also wir brauchen hier bei diesem Buch eigentlich nur das abkleben und die Rückseite abkleben. Und ansonsten lassen wir das Buch, weil das einfach klasse ist. Hier vorne können wir gestalten sofort. Ja. Und hinten ist das Gleiche, können wir auch gestalten. Also das ist wunderbar. Ist also wie gesagt, wie ist das Format denn eigentlich? Das ist immer interessant. Ich habe auch noch gar nicht geguckt. Also das ist 22 x 26,5. Vielleicht mache ich irgendwas so mit Mixed Media wieder. Vielleicht so ein bisschen Steampunk, so gemischt, so mit Figuren, Köpfen, sowas in der Art. Ich weiß es noch nicht, ehrlich gesagt. Ich hadere noch so ein bisschen. Ich weiß noch nicht, was ich so richtig vorhabe. Ich filme wieder mit meiner Fotokamera und hoffe, dass ich morgen das Ladekabel für meine Videocam bekomme. Denn ich kann komfortabler mit der filmen, denn die Fotokamera filmt ja nicht so lange und ich habe kein Klappding da dran bei mir und kann also auch gar nicht sehen, ob ich in der Kamera bin oder nicht. Also ich paddel hier im Trüben rum, so gesehen. Ne? Ja, wie gesagt, mit meinem Mann kann ich nicht viel erzählen, weil wir das noch einfach gar nicht wissen im Augenblick. Wir müssen auf den Mittwoch warten und hoffen, dass der Arzt, der Onkologe bis dahin den Bericht hat. Meine Finger sehen aus, ich habe so viel gemacht. Das ist wirklich eine wichtige Untersuchung, damit wir wissen, ob sein Krebshemmer, das ist ja das Einzige, was man bei ihm noch machen kann bei dem Krebs, man kann ihm einen sogenannten Krebshemmer geben, der das Wachstum der Zellen stoppt. Der Krebs selber geht nicht mehr weg, das ist nicht behandelbar, das geht nicht mehr, da ist gar keine Therapie mehr möglich in dem Sinne. Und das ist immer wichtig für uns zu wissen, ob das noch wirkt, weil er ja mehrfach auch aussetzen musste und so, das wisst ihr ja. Ich habe noch so ein Stückchen Stoff, das könnte man nochmal bestempeln oder so, muss ich nochmal gucken. Ja, das ist ein kleines Lebenszeichen. Wie gesagt, ich hoffe, dass ich morgen am Samstag Mittag mein Ladekabel endlich bekomme. Das war ein Fehler von mir. Ich habe gedacht, ich gehe in Fotoladen, wo ich gekauft habe oder wo die diese Kameras haben und ich hole mir ein Ladekabel. Die haben das aber gar nicht vorrätig, die müssen das bestellen und ich habe dann hinterher zu Hause festgestellt, im Internet hätte ich es auch bestellen können für, ja, die billigste war zum Beispiel so 8-9 Euro ohne Porto, also portofrei und das war kein Originalkabel. Das Originalkabel kostet glaube ich 20 Euro plus Porto, also ich vermute mal, dass ich morgen kugelrunde Äugelchen kriege, der mir sagt, wie teuer das eine Kabel ist. Okay, aber es ist jetzt, wie es ist. Es war mein Fehler, ich hätte erst im Internet gucken sollen. Aber ich habe gedacht, das ist einfach ein Artikel, den die da haben und bin nicht davon ausgegangen, dass man das bestellen muss extra. Denn bestellen hätte ich ja selber auch gekonnt. Okay, es regnet bei uns, es ist ein Schäbigwetter. Ich habe tolle Fotos mitgebracht. Heute Morgen war Nebelland, ein bisschen Nebelregen, aber ich war mit den Hunden draußen, mein Mann nicht. Es war zu holperig auf den Wegen von diesem ganzen Sturm, der hat alles runtergerissen. Da kommt er mit dem Rollator im Moment gar nicht durch und er war auch zu müde. Naja, er ist eh sehr müde oft und sehr schlapp, aber eigentlich fühlt er sich gut. Es ist halt nur diese Schwäche, ne? Das ist halt der Krebs. Ne? Ja, ich hoffe, dass ich bald mit meiner Kamera hier weitermachen kann und dann legen wir los und bis dahin werde ich ja wohl hoffentlich wissen, was ich wirklich vorhab. Aber jetzt habt ihr noch mal gesehen, wie ich sowas anfange mit dem Altered Book. Bei mir bleibt die Bindung komplett erhalten. Das ist ganz stabil. Da rutscht keine Seite raus. Also deswegen mache ich das so. Es gibt andere Systeme. Da ist auch nichts gegen einzuwenden. Jeder muss wissen, wie er es machen möchte. Das ist ganz klar. So, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Wir haben wahrscheinlich, wenn es nicht ganz doll regnet, morgen schon jemanden hier, der das Holz zerkleinern möchte für mich und drückt die Daumen, dass das endlich in Angriff genommen wird, denn das liegt im Nassen und wird immer schäbiger und schäbiger. Ja, ich sage nur für heute Tschüss, wünsche euch alles Liebe, alles Gute, bye bye.